Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Willkommen im Video Vektoren im Raum. Ich starte direkt mal mit einem Beispiel, was ihr aus Klasse 10 hoffentlich schon kennt. Also, das Beispiel ist M, das Mittelpunkt der Strecke AB. Also, ihr zeichnet einfach eine Strecke AB ins Heft. Die Länge spielt gar keine Rolle. Guckt einfach so, dass ihr es ungefähr so habt wie wir. Und M zeichnet ihr dann in die Mitte ein. Und wir wollen jetzt M bestimmen. Und wir gehen davon aus, dass wir den Punkt A und den Punkt B gegeben haben. Ja, wie geht das? Gut, wir müssen also irgendwie beim Punkt M landen. Das heißt, wir müssen erstmal irgendwo starten, bei dem Punkt, wo wir wissen, wo wir sind. Und das wäre bei A oder B. Wir sagen mal, wir starten bei A. Also schreiben wir M ist gleich. Okay, ich schreibe mal M ist gleich. Und wenn ich bei A starte, dann sage ich M ist gleich A, oder? Genau. Allerdings der Punkt M ist ja nicht der Punkt A, sondern ich muss Nee. vom Punkt A noch eine gewisse Strecke gehen, um beim Punkt M rauszukommen. Und was ich kenne, ist ja die Strecke zwischen A und B. Und ich weiß, M liegt doch genau in der Mitte von dieser Strecke. Ja gut, dann muss ich ja einfach nur an dem Punkt ja ein halb AB dranhängen, also plus ein halb und eben die Strecke AB, also das schreibt man AB mit einem Strich drüber. Ja, jetzt müssen wir nur aufpassen, weil AB mit einem Strich drüber steht für was genau? Ach so, A, das steht ja für die Länge der Strecke, also das ist immer eine Zahl. Genau, und wir wollen hier ja auch eine gewisse Richtung gehen. Und das Wort Richtung sagt es schon, wir müssen in eine Richtung, also sprich, wir brauchen einen Pfeil. Das heißt, wir müssen aus diesem Strich über dem AB einen Pfeil machen. Weil jetzt ist Genau. es geometrisch das Folgende. Wir starten in einem Punkt A und hängen da von dem Pfeil AB, der bis zum Punkt B geht, die Hälfte ran, also bis zu M. Und dann lande ich tatsächlich beim Punkt M. So, jetzt haben wir von Punkten gesprochen und von Pfeilen gesprochen, aber eigentlich ging es ja doch um Vektoren in dem Kapitel. Doch, das passt, denn Punkte und Pfeile sind nichts anderes als die geometrische Deutung von Vektoren. Und das gucken wir uns jetzt im allgemeinen Teil mal genauer an. Machen wir uns zunächst mal klar, worum es sich bei einem Vektor handelt. Also ein Vektor, das ist erstmal komplett frei von Geometrie, entweder ein Zahlenpaar oder ein Zahlentripel. Was ist das? Schauen wir uns das gleich hier an. Das wäre in einer Spalte zwei übereinander geschriebene Zahlen, das wäre mit Zweien und rechts davon mit Dreien. So, es gibt noch eine alternative Schreibweise, weiter rechts, und zwar kann man es als Zeile schreiben. Dann haben wir hier auch die beiden Zahlen AB und ABC, wenn es 3 sind. Dort macht man so einen senkrechten Strich, dass man besser sieht, was gehört zur Zahl A und was gehört zur Zahl B. Wichtig, diesen Strich bitte nicht bei der senkrechten Variante links machen als waagrechten Strich, sonst meint man gleich, ihr meint da einen Bruch. Und es ist kein Bruch, Vektor sind einfach nur zwei übereinander geschriebene oder drei übereinander geschriebene Zahlen. Gut, und mit Vektoren kann man auch rechnen. Man kann addieren. Wenn die Vektoren addiert, dann addiert man einfach die Einträge. Wenn man Vektoren subtrahiert, hier, dann subtrahiert man einfach die Einträge. Und beim Multiplizieren mit einer reellen Zahl, also zum Beispiel r mal den Vektor ab, da macht man einfach oben r mal a und unten r mal b. Also man sagt r mal den Eintrag und r mal den Eintrag. Und genauso macht man es auch, wenn ein Vektor drei Einträge hat. Dann ist es genau äquivalent, wie bei denen mit zwei. Gut, das waren jetzt nur ein paar Rechenoperationen und eine kleine Definition, wie ein Vektor aussieht. Das war jetzt noch nichts mit Geometrie. Dazu kommen wir gleich. Schreibt erstmal das hier ab und wenn ihr das habt, schauen wir uns jetzt an, was es nochmal mit Vektoren und Geometrie auf sich hat. Und zwar werden Vektoren im Kursstufen-Mathematikunterricht ausschließlich geometrisch gedeutet. Wir schauen uns an, was für drei Fälle es gibt. Der erste Fall. Wir haben unten sehen wir einen Vektor 3, 2. Den werden wir jetzt übrigens in allen drei Fällen haben. Und zunächst mal, wir deuten ihn als Punkt. Das heißt, in einem Koordinatensystem nehmen wir die 3 als x-Koordinate und die 2 als y-Koordinate und zeichnen einfach dort einen Punkt ein. Gut, man kann auch deuten als Pfeil einen beliebigen Anfang, also man kann irgendwo starten und zum Beispiel kann er hier starten. Man geht dann 3 nach rechts und 2 nach oben. Wichtig, man schreibt ihn dann hier mit so einem kleinen Buchstaben. Das heißt, hier steht sozusagen die 3 und die 2 nicht für eine feste Position, sondern für eine Bewegung einmal in x-Richtung und einmal in y-Richtung. Okay, und im dritten Fall wird es auch als Pfeil gedeutet, aber diesmal als ein einziger definitiver Pfeil, nämlich fest zwischen zwei Punkten. Hier wären es die Punkte A11 und B43. Wir schauen uns mal unten an, wenn wir die subtrahieren, nämlich den x-Wert von b minus den x-Wert von a, das wäre 4 minus 1, bekommen wir 3. Und wenn wir es für die y-Werte noch machen, haben wir 3 minus 1, sind 2. Dann haben wir wieder genau unsere beiden Einträge vom Vektor, nämlich 3, 2 wie drüben auch, nur dieses Mal fest zwischen Punkt A und B. Und ansonsten ist es wieder wie beim zweiten Beispiel, 3 nach rechts und 2 nach oben. Wichtig, hier wird es dargestellt mit zwei Großbuchstaben und Pfeil drüber, was es zeigt, es ist wirklich definitiv zwischen diesen beiden Punkten.
Ja, und mehr als diese drei Fälle gibt es nicht. So, das machen wir einfach mal abschließend noch ein Beispiel. So, wir haben zwei Aufgaben, A und B. Wir starten mit A. Bestimme für die Punkte A und B den Vektor AB und das ist ein Gegenvektor. Gegenvektor machen wir später. Jetzt bestimmen wir erstmal den Vektor AB. Ja, wie machen wir das? Ja, so wie der Vektor AB hier dargestellt ist, ist damit der Pfeil zwischen den beiden Punkten A und B gemeint. Wir schreiben erstmal hin AB mit diesem Pfeil drüber. Und wie das geht, haben wir gerade eben im Sicherungsaufschrieb gesehen. Das war das dritte Beispiel. Nämlich, das wäre einfach die Differenz der Koordinaten von beiden Punkten, also B minus A, in Vektoren geschrieben. Machen wir hier Spaltenform. Wir nehmen zum Rechnen eigentlich immer die Spaltenform, weil da kann man deutlich leichter rechnen und sieht genau, welche Einträge gehören zueinander. 2, 0 und minus 3. Und das Ganze minus, und dann wieder die Vektorklammer, minus 1, 3 und 4. So, und das ist jetzt wirklich einfach. Es geht ja nur um die einzelnen Koordinaten, die zu verrechnen. Das kriegt ihr selber hin. Und die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1, jetzt. Also es kommt raus, der Vektor 3 minus 3 minus 7. Jetzt bin ich nur ein bisschen irritiert, oben steht 3, da ist doch 2 und minus 1, da müsste doch 1 rauskommen. Ah, da muss man aufpassen, hier ist ja minus minus 1. Es gibt ja dann plus 1, weil minus mal minus plus ergibt. Also 2 plus 1 ergibt 3. Gut, in der zweiten Zeile wäre es 0 minus 3 sind minus 3 und minus 3 minus 4 sind minus 7. Gut, wunderbar. Dann sind wir hier fertig, dann brauchen wir noch den Gegenvektor. In dem Fall wäre der Gegenvektor einfach geometrisch zu verstehen. Erstmal, wir wissen ja, der Vektor AB ist geometrisch ein Pfeil vom Punkt A zum Punkt B. Und der Gegenvektor wäre als Pfeil geometrisch der Pfeil vom Punkt B zum Punkt A. Also schreiben wir doch erstmal BA. Und das könnt ihr eigentlich auf die gleiche Weise ausrechnen. Und die Lösung dazu schauen wir uns an in 3, 2, 1. So, die Berechnung erfolgt auf die gleiche Art und Weise und rauskommt minus 3, 3 und 7. Und da sollte dir jetzt was auffallen. Ja, fällt mir auch. Also wenn ich die beiden Vektoren mal vergleiche, hier ist 3, hier minus 3, hier ist minus 3, hier 3 und der dritte Eintrag ist hier minus 7, hier 7. Die Einträge stimmen ja eigentlich überein, bis aufs Vorzeichen. Genau, und so ist auch Vektor und Gegenvektor definiert. Nämlich der Gegenvektor BA von AB ist definiert, genauso wie der Vektor AB, nur einmal mit minus 1 multipliziert. Deswegen das negative Vorzeichen. Und wenn ein negatives Vorzeichen vor einem Vektor steht, heißt es einfach nur, jeder einzelne Eintrag des Vektors bekommt sein Vorzeichen rumgedreht. Also genau das, was hier auch passiert ist. Gut, dann kommen wir zur B. Bestimmen die Koordinaten vom Punkt B, wenn der Punkt A und der Vektor AB gegeben sind. Ja, wie gehen wir da vor? Würde ich vorschlagen, schauen wir uns erstmal geometrisch an, nämlich was bedeuten diese beiden Vektoren geometrisch. So, denn A, das wissen wir schon aus der Aufgabe, ist ein Punkt, haben wir auch so eingezeichnet, und AB, so wie es oben dargestellt wird, ist ein Pfeil. Und da er AB heißt, wissen wir, er beginnt im Punkt A. Wir hängen also an einen Punkt A einen Pfeil AB ran. Wo landen wir denn dann am Ende vom Pfeil AB? Na gut, klar, da landen wir beim Punkt B, das kann ich hier auch einzeichnen mit einem Kreuz. Rechnerisch entspricht dem Ranhängen eines Pfeils an einen Punkt nichts anderes als eine Addition. Und zwar bekommen wir B als Addition des Vektors A und des Vektors AB. Wichtig für den Sprachgebrauch, wir addieren hier nicht Punkt und Pfeil, sondern einfach nur zwei Vektoren, die halt geometrisch verschieden gedeutet werden. So, und das kriegt ihr selber hin. Und die Lösung davon gibt es in 3, 2, 1. So, also 2 minus 1, 3 plus 2, 1, 0. Und das Ergebnis ist dann 4, 0, 3. Das heißt, der Punkt B hat die Koordinaten 4, 0, 3. So, jetzt ganz wichtig, wir haben hier den Punkt A eingesetzt. Der war ja oben in der Aufgabenstellung als Zeilenschreibweise aufgeschrieben. Aber sobald wir rechnen, bitte immer alles umschreiben in diese Spaltenschreibweise. Sonst werdet ihr echt Probleme kriegen, irgendwann die richtigen Koordinaten zu addieren. So, das wären zwei Beispiele gewesen. Weitere Beispiele gibt es dann im Unterricht. Mach's gut, ciao. Tschüss. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.